Viele Menschen haben in den letzten Tagen für Pakistan gespendet, unter anderem für ein Projekt von Shelterbox, weshalb wir heute mal Eva eingeladen haben, die von Shelterbox ist und die uns etwas zur Shelterbox erzählt hat. Eva, was ist eine Shelterbox? Das hier ist eine Shelterbox und das ist eine Überlebenskiste, die in Katastrophengebiete geschickt wird, um dort den Menschen Obdach, Schutz und Wärme zu spenden und ihnen das erste Überleben zu sichern. In der Shelterbox selbst befindet sich reichlich Material zum Überleben. Ein Zelt zum Beispiel, Werkzeug, Decken, Kochgeschirr, aber auch Spielzeug für die Kinder sowie ein Solarradio. Und am allerwichtigsten sicherlich die Möglichkeit zur Trinkwasseraufbereitung. Man füllt hier oben Wasser rein und dann kann das hier unten einfach so schrumpfen und dann kommt frisches Wasser raus. Wie kommt diese Shelterbox nach Pakistan? Diese Shelterboxen werden individuell verschickt aus England, aus unserem Headquarter in England und werden dann eben nach Pakistan per Flugzeug meist verschickt. Und so sieht das Ganze dann im Zentrallager in England aus. Die Kisten werden individuell für die jeweilige Katastrophenregion zusammengestellt. Eine Box kostet übrigens 750 Euro und der Transport in die Krisenregion ist dabei schon mit inbegriffen. Doch wie werden die Boxen in Pakistan verteilt? In der Regel werden diese Boxen mit SRTs, sogenannten Shelterbox Response Teams, verschickt und die verteilen sie dann vor Ort. Und in Pakistan ist es so, dass wir mit unserer Partnerorganisation zusammenarbeiten, dem NRSP, National Rural Support Program, und ganz wichtig auch den Rotariern vor Ort von Rotary International. Shelterbox ist bereits seit 2005 jährlich in Pakistan im Einsatz. Inzwischen konnten seit Beginn der aktuellen Flut über 61.000 Menschen versorgt werden. Auch zusätzliche Trinkwasserversorgung für ein Jahr für über 21.000 Familien konnte über Shelterbox sichergestellt werden. Vielen Dank an alle Spender von betterplace.org. Es wurden durch BetterPlace bereits 22 Boxen gespendet und das hilft uns sehr. لا كان برا ديو خلصنا غلط فيها وما نوركيش كان راشد.